Hansjörg, ging dir das selbst genauso? Ja, ich habe nur bei dieser Top-Note, da bricht mir die fast, hör das bitte nochmal an, diese Stelle. Der Schluss von dieser Note, der bricht, glaube ich, ein bisschen weg. Vielleicht können wir noch, lass uns noch eine Version machen. Marianischen Choräle gemacht haben und das Requiem natürlich ein ganz starker Choral ist, diese ganze Liturgie. Ich wollte gerade sagen, da hat er dann auch, das hat er gewechselt von dem kleinen Format auf ganz große, auch dramaturgische Zusammenhänge. Ja, das war auch so ein bisschen die Herausforderung. Wir hatten erst die Marianischen Choräle bei der ersten CD, das waren einzelne Teile und Elmar hatte halt diese brillante Idee zu sagen, wir nehmen jetzt mal so einen großen Teil. Großen zusammenhängenden dramatisches Werk dann quasi. Großes zusammenhängendes Werk und nehmen halt die Choräle aus dem Requiem und versuchen da wirklich was komplett Eigenes zu machen. Und das war der Antrieb. Und es ist nicht nur die Aneinanderreihung von einzelnen Offertorium, die es ihren, was auch immer, Liturgitus teilen zu einem Ganzen, sondern die beziehen sich auch aufeinander? Extrem. Also ich finde schon, wir haben zum Teil, zum Beispiel das Liber Me, ja. Das kam ganz zum Schluss. Hansjörg kam mit einem Vorschlag vom Liber Me und dann haben wir es gespielt. Passt nicht. Ja, ist schön, aber irgendwie, ich kam mit einem Vorschlag und dann, ist es nicht, das in den Kontext passt es nicht richtig rein und wir brauchen eigentlich noch sowas. Und dann habe ich mir nochmal genau die Übersetzung angeguckt und sah dann auch das Befreiende darin. Ne? Also viel Licht und viel Kraft aus dem Liber Me. Ne? Sodass wir da eine ganz, ganz positive, also eigentlich so das traditionellste Stück draus gemacht haben. Ne? Ist relativ traditionell. Relativ traditionell. Und ich wollte bei dem Stück unbedingt noch, dass die Orgel richtig, richtig auch zur Geltung kommt. Wir hatten nämlich noch kein Stück, wo die Orgel wirklich so in dem typischen Orgelsound auch, wie soll ich sagen, dass die richtig voll dargestellt wird, was möglich ist und daraus ist dann das entstanden, aus dieser Kombination. Dann haben wir da ein bisschen ausprobiert. Reinpassen. Und wir brauchten genau dieses Liber Me, das wir jetzt haben, um das abzurunden, dass es passt. Auch mit dem, was davor kommt, mit dem, was danach kommt.